Rund 250 waghalsige Athletinnen und Athleten aus 53 Vereinen sind am Wochenende vom 29. September bis 1. Oktober durch das wilde Wasser des Kanuparks Markkleeberg navigiert. Bei den deutschen Meisterschaften im Kanuslalom standen dabei in den Kajak- und Kanadierdisziplinen von Jugend bis Leistungsklasse 20 Entscheidungen auf dem Programm. Die Gastgeber vom Leipziger Kanu-Club LKC stiegen dabei gleich 11-mal als Sieger aus dem Kanal und durften folgerichtig die Ehrung als bester Verein entgegennehmen. Vor allem die 15-jährige Nele Kreech räumte richtig ab und gewann sowohl mit dem Kajak als auch dem Kanadier. Nach ihrem zuletzt enttäuschenden Aus im WM-Halbfinale in London setzte Leipzigs zweifache Weltmeisterin Andrea Herzog mit einem fulminanten Rennen im Endlauf wieder ein Ausrufezeichen und sicherte sich den DM-Titel im Einer-Kanadier.